Dann kann man sagen, haben wir die Adventszeit, haben wir die Weihnachtszeit. Und wir möchten natürlich auch in diesem Jahr darauf aufmerksam machen, welche Gefahren von Kerzen ausgehen, welche Gefahren von offenem Feuer ausgehen. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass Sie auch so zahlreich wieder erschienen sind und dass die Presse auch hier ist, um das dann auch zu transportieren. Denn wir haben nach wie vor immer wieder Brände um die Weihnachtszeit. Zimmerattrappe hier aufgebaut. Und wir sehen gleich ganz augenscheinlich einige Fehler hier. Der Bewohner hier eindeutig hat nicht die Sicherheitstipps der Berliner Feuerwehr gelesen oder wahrgenommen. Er hat einige Fehler gemacht, die wirklich leicht dazu führen können, dass hier ein Brand entsteht. Herr Griffin, sehen Sie ein paar? Ja, also erstmal sehe ich hier schon, dass die Kerzen unbeaufsichtigt brennen. Das ist der eine Fall. Das ist, was wir ja immer sagen. Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen. Die können umkippen, die können auslaufen. Dann wird es natürlich schon kritisch und wir werden natürlich nicht müde, das zu sagen, selbst wenn man nur kurz den Raum verlässt, bitte auch die Kerzen löschen, nie unbeaufsichtigt lassen, das wäre der erste Punkt. Ich sehe aber noch mehr Fehler, vielleicht wissen Sie ja, Herr Fleischer, welche Fehler da noch sind. Ja, ich sehe auch einen auf jeden Fall, also bei diesem Adventskranz, die Kerzen sind wirklich nur lose, ohne Teller in den Kranz reingesteckt, stehen also recht wackelig. Wenn die also umfallen, können die recht schnell zu einem Brand führen. Und der ganze Adventskranz für sich steht auch auf einer Tischdecke, auf einem hölzernen Tisch. Das ist natürlich fatal. Wenn es dann doch dazu kommt, dass dort ein Funke in irgendeiner Weise überspringt, dann breitet sich das schnell auf den Tisch aus und auf das gesamte Mobiliar. Also immer darauf achten, unter die Kerzen entsprechende nicht brennbare Kerzenständer, auch beim Adventskranz. Und unter dem Adventskranz auch immer eine nicht brennbare Unterlage, Metallteller, Kupferteller, irgendwas, was schön passt. Da gibt es mittlerweile auch schöne Modelle und schöne Ausführungen, die stören dann nicht, die machen das Bild dann gleich sogar noch ein bisschen schöner. Genau, und auch wenn man diese Sicherheitstipps dann befolgt, dann gilt es immer noch eine Löschgelegenheit am besten daneben zu stellen. Das heißt also eine Blumenspritze, ein Eimer Wasser oder aber auch ein Feuerlöscher. Einfach in greifbarer Nähe, vielleicht in der Nähe der Tür, sodass man für den Fall, dass doch dann noch irgendetwas schief geht, sofort einen ersten Löschangriff unternehmen kann. Das Feuer hoffentlich damit löscht. Wenn das allerdings dann nicht klappt, dann gilt es, den Raum zu verlassen und die Feuerwehr zu rufen. Also gibt es eine Fehlauslösung, da empfehlen wir dann, also keinen Rauchmelder einzusetzen, aber in keinen anderen Bereich. Wir rechnen auch mit einer Rauchwarnmelderpflicht im nächsten Jahr, wir werden sehen. Aber jetzt sehen wir schon, wie rasant sich das Feuer weiterentwickelt. Ja, und dann entwickelt so ein Brand eine Dynamik, die wirklich nicht mehr aufzuhalten ist. In diesem Stadium jetzt tatsächlich, wer sein Zimmer in diesem Zustand vorfindet, da nutzt kein eigener erster Löschversuch mehr etwas. Da heißt es nur, sich in Sicherheit bringen, die Zimmertür schließen und die Feuerwehr alarmieren. Und die Nachbarn natürlich auch. Der Kunststoff des Fernsehers hat sich jetzt entzündet. Davor kannte sich schon vorher. Das ist jetzt tatsächlich ein Vollbrand in der Wohnung.